Das liebe ich. Sind, fünf Tage in Paris. Das ist die Autorin von Sarahs Schüssel. Vielleicht sagt das jemand. Ja. Irgendjemand was. Das ist eine Französin, die hat jetzt Tatjana Drosnik ein Buch geschrieben, muss ich gerade mal ausholen. Also vier Familienmitglieder reisen nach Paris. Die Tochter kommt aus London, der Sohn, ein Starfotograf, kommt aus San Francisco. Die Eltern kommen aus Südfrankreich und sie wollen den Geburtstag des Vaters in Paris feiern und treffen sich da vor Ort. Was sie nicht wussten bei der Buchung, ist, dass die Seine Hochwasser hat. Und das ist, schränkt all die Dinge ein, die sie eigentlich vorhatten in Paris. Also sie sind in ihrem Hotel, alle in der Mannschaft untergebracht. Das ist bis zuletzt, dürfen sie auch in dem Hotel bleiben, weil es noch nicht unterspült worden ist. Und aber dieses Hochwasser spült auch einfach Verletzungen und Sehnsüchte in den Menschen hoch. Also das hat, hat so zwei Seiten, dieser Fotograf, der jahrelang in Paris auch bei einer Tante gewohnt hat, wird eingeladen von einer bekannten Reporterin mit dem Boot durch die Stadt zu fahren und sieht seine Kindheit wieder. Also er kommt dann an Häusern vorbei, an Armut auch vorbei, die er überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und sieht, was alles an die Oberfläche gespült wird. Aber eigentlich sind es auch wirklich Konflikte und Ängste, die er jahrelang mit sich rumgetragen hat. Und es ist eine ganz tolle, warme Geschichte von einer Familie, die eigentlich überhaupt gar keine Probleme haben könnte. Aber es ist alles so unter einem Mäntelchen so vergraben und über Jahre gehortet worden und es eskalierte einfach. Ganz tolles Buch. Also ich habe jetzt nur tolle Bücher mitgebracht, aber es ist wirklich, ich möchte gar nicht mehr erzählen, aber es ist ganz unaufregend, das Buch. Also es ist wirklich eine Geschichte, die dran bleibt und wo auch Freundschaften von früher nochmal ausgebuddelt werden und die Wertigkeit auch. Und es geht so ein bisschen ans Herz, ohne traurig zu machen. Sehr schön.